Sieht gut aus. Okay, das war unter Holz, Böden, Fundament. Ja, Jungs, so sieht das aus. So. Nein. Ran da. So. Dann. Wir denn hier auch wirklich, ja, hier könnten wir, glaube ich, dann zumachen. Ich schaue noch mal da hinten die andere Wand her von dem gelben Haus hier. Badewanne, Badewanne, Badewanne. So, wer baden will, kann reingehen. Oh, ah nee, das Dock mit. Ich wollte gerade sagen, da liegt noch ein Briefkasten, aber nein. So, mal gucken, ob wir das an dieser eine Ecke jetzt anbringen können bei den. Wo der Meister steht. Ich wusste es. Da geht er ran, nur hier nicht. Okay, das heißt, wir müssen noch ein Stück weiter weggehen. So, okay. Das heißt. Mist. Schlimm, der Zaun. So. Okay, das heißt so. Zwei, drei. Jetzt aber. So. Ach nee. Das heißt wieder etwas. So hin. Ja, das wird ein wenig schwierig. Ja, sieht gut aus. Okay, erstmal. Sieht natürlich ein wenig gewöhnungsbedürftig aus. Aber vielleicht können wir ja irgendwie das anders verwenden, dann einfach. So. Yes! Er passt drauf. Sehr gut. Können wir den auch hier vorne hinsetzen? Nö, ha? Geht leider nicht. Da ist das Gerüst im Weg. Okay. Weil ich bin gerade überlegen, ob ich den jetzt hier so, damit wir noch ein bisschen Ackerfläche dann haben. Anbauen, hier vorne Ackerfläche und die Brahming-Ecke sozusagen dann. Weil man kann, glaube ich, bestimmt auch, so wie die anderen da hinten, da hinten eine Kuh haben, bestimmt wir auch können uns eine Kuh halten. Das nehme ich jetzt mal alles hier weg.
Vielleicht haben wir wirklich Glück und kriegen das ja so hin. Ups, nein. So. Gartenzaun. Die will ich jetzt nicht alle recyceln. Vielleicht können wir die ja nochmal gebrauchen, deswegen. So hin. Okay, so. Das hätten wir auf jeden Fall schon mal abgesichert. Von der Breite her. Ich hoffe, dass das hier vorne auch noch rangeht. Perfekt. Sehr schön, sehr, sehr schön. Ja, den lasse ich hier stehen. So. Sehr, sehr gut. Das heißt, dann müssen wir das Haus hier... Wollen wir das begehbar machen? Eigentlich schon. Das können wir gleich mitnehmen. Alles, was so... Komm, nehmen wir alles mit. Alles mitnehmen, so... Siehst du, wir kriegen noch Beton wieder. Ist doch super. Alles, was gelb ist, können wir eh nicht verschieben. Selber nochmal, also. Das sieht alles okay noch aus, von den Gegenständen her. Ja. Gut. Sonst irgendwo Bilder, die wir noch gebrauchen könnten. Nö. Hab ich da schon reingeguckt? Okay. Könnten wir also auch verwenden. Sehr schön. Glas und Stahl, sehr gut. Das heißt, wir müssen dann nur hier vorne zumachen. Wollen wir den Baugrund hier hinten auch noch dann verwenden? Nö, das werden wir dann nicht. Wir werden hier den Baum noch umzäunen, dass der innen ist bei uns und dann von dem Baum aus hier rüber zu dem blauen Haus. Buff, hier zu machen. Dann machen wir hier zu. Das gelbe Haus, kommt man irgendwie in der Seite oder von hinten rein? Nö. Das heißt, auch das machen wir hinten dann zu. Und machen dann hier dran zu, bis hier rüber. Ist die Händlerin immer noch hier? Okay. Ja, dann machen wir auf jeden Fall bis dahin zu. Hier zu machen. Und dann machen wir hier zu. Weil das Haus nutzen wir auch komplett. Können dann hier nochmal zumachen. Dann geht's weiter. Hier haben wir... Oh ja, das wird ein großes Gebiet, was wir noch zumachen müssen. Ja, machen wir erstmal da hinten weiter zu. Ja, machen wir auf jeden Fall erstmal hinten weiter. So, das heißt, wir machen jetzt hier zu.
Wände. Nein, wir wollen Metallwände wieder haben. Halt, wir haben da vorne bestimmt nochmal kein Fundament, sondern so ein Stück Holzplanke. Weil das ist mir lieber. Ha, hier haben wir noch eine. Siehst du? Genau. Da laufen wir ein bisschen so auf Holz. So kann man eine Art kleinen Wehrgang drinne bauen. So, ich will auf jeden Fall. Okay, hier müsste ich dann eigentlich auch noch ein Fundament setzen. Okay, Fundament. Ja, dann machen wir eben halt permanent Fundament erstmal. So, mal gucken. Ja, halt, dann machen wir das so. Dann, ich weiß nicht, dann ein Fundament nochmal. Geht das denn? Ja, ist jetzt nicht so das Wahre vom Ei, aber. Nee, halt. Geht das so noch? Ja. Und dann eigentlich. Nee. Hier machen wir auf jeden Fall Fundament durch. So, wisst ihr was? Wir ziehen das jetzt hier durch. Den können wir dann nicht mehr verwenden. Gut. Ah, dann hätten wir schon mal ein hohes Fundament. Hier auch ein hohes Fundament. So, hier, komm. So. Okay, mal gucken. Aha, okay. Ist noch nicht so, wie ich das gerne hätte. So. Okay. So. So, da hätten wir noch eins. Jetzt wird es gerade interessant. Können wir hier eins hinsetzen? Na gut, dann müssen wir das anders setzen.
Ups, das wollte ich jetzt nicht, sondern... Dahin. Okay. So. Ja, halt, ich kann das hier verwenden nochmal. Darüber bin ich jetzt erst recht gar nicht mehr begeistert. Die müssten wir sozusagen ein wenig weiter rausdrehen müssen, oder? Nur ganz minimal. Okay. Ups, So, jetzt aber. Vielleicht kriegen wir jetzt dadurch diesen kleinen... Oh, das sieht sehr gut aus schon mal. So. Mitkommen. Dich brauche ich auch gleich noch. Na. Jetzt aber. Ups. Okay, sehr schön. Sehr, sehr schön. Wir haben es auch hier dran. Supi. Wartet mal. Ja, komm, ran da. So. Was ist, wenn wir das Stück hier vorne ransetzen? So. Ups. Na, los, ran da. So. Hätte man hier noch so einen beschissenen Gang. Ganz ruhig. Was? Wir können... Okay. Was ist, wenn ich hier nochmal ein Fundament dran setzen? Wartet mal. Hier ein Fundament dran setzen und... Nee, also... So. Egal was ist, wir haben in der kleinen Ecke immer frei. Sehr, sehr unzufrieden.
Oder, warte mal, wir haben doch hier diese Art Ecknische. Was ist, wenn ich die hier... gibt's doch bestimmt noch nur kleinere Ecken vielleicht, oder? So wie beim Metall, da waren doch hier gerade beim Metall. War das hier so? So ganz kleine Ecken, oder nicht? Hier, sowas. Sowas, so eine ganz kleine Fupselecke vielleicht. Beim Holz. Nein. Auch vielleicht hier drunter? Ja, genau, hier haben wir doch schon mal. So eine Fupselecke. Die habe ich gesucht. Du kommst da weg. So, erstmal dahin. Ach so, da muss ich wahrscheinlich sowas hier ransetzen. Und dann diese Fupselecke hier so. So. Und dann kommt hier noch eine Metalldings hin. Aber einen halben Boden haben wir ja gar nicht. Fällt mir gerade ein. Hahaha, wartet. So, dann kommt... Nein. Irgendwie andere Wände. Okay, damit kann ich leben. Mit dieser Nische. Damit kann ich leben. Ja. Dann wird die Ecke dazu gepflastert. Und fertig. Halt. So, auch nochmal recycelt. Okay, dann müssen wir nur noch das Holz hier austauschen gegen Fundament. Okay, Fundament, Holz. Kann da Holz bleiben? Da nehmen wir auf jeden Fall wieder Fundament hin. Ja, das Holz lasse ich da. Okay. Dann haben wir es ja fast geschafft. Eins, zwei, drei. Wunderschön. Achso, das ist auch nochmal. Ne, das Fundament, das ist schon richtig. Wow. Auch schon mal geschafft. Vielleicht kann ich das hier dann ändern. Warte mal, wenn wir. Wartet mal. Komm. So. So. Ja, ist auch okay. So ist auch okay. Super. Ecke zu. Fertig. Weil da unten könnte was runterkrabbeln. Wenn so eine Red-Kakerlake kommt. Ach, naja, ist egal. Das ist jetzt egal. Hm. Na
Achso, hier in die Ecke kann ich das gar nicht bauen. Schade. Okay. Ja, für euch finde ich auch noch hier Verwendung. Keine Sorge, Jungs. Okay. Metallwände wieder. So. Komm, nicht überall sieht es gleich aus. Verpacken wir erstmal hier noch ein paar gleiche Wände rein. So. Dann. So. Und so. Na? Achso, stimmt ja. Da müssen wir was anderes finden. Ich kriege jetzt keine zwei Wände gleich. Dies hier war es das, genau. So. Dann müssen wir hier den hier auch nochmal wegnehmen und auch nochmal so ein Eckteil ransetzen. So, da ist es. Oh, kriegen wir das hier? Oh, fuck. Warte mal, dann. Das wäre jetzt ja richtig mies. So. Oh, Mist. Vielleicht eine Holzwand zur Not. Sieht natürlich dann ein bisschen blöd aus, aber was soll's. Nö. Oh, was ist das denn? Okay, nee. Ja, die hier. Nee, halt, dieses Eckding brauchen wir dann. Von Holz. Haben die das auch hier? Ja. Nein, der Baum macht einen Strich durch die Rechnung. Geht jetzt nicht anders, dann machen wir halt hier auch nochmal ein Fundament dran, so. So. Ja, okay, keine Ahnung, wo ich das jetzt hingestellt habe. So. So. Okay.